So, herzlich willkommen zurück. Ich habe schon mal kleine Notes vorbereitet. Und zwar habe ich hier direkt einen Dresencounter gebastelt. Und zwar mit Hilfe von zwei Manövernotes. Das erste Mal, dass ich mit zwei Manövernotes arbeite. Und zwar werden wir jetzt komischerweise erstmal ein bisschen bremsen, um näher an die Sonne zu kommen, die uns dann beschleunigt, damit wir etwas besser dahin kommen. Fragt mich nicht, wie ich das hergebastelt habe. Das hat eine Weile gedauert. Aber jedenfalls steht so. So, wir müssen jetzt in 12 Tagen eine winzig kleine Brennung durchziehen. Hoffentlich bremst er rechtzeitig. Yep. Und hier sind wir. Wie kann ich denn auf uns fokussieren? Ja, was soll's. So, eine Winzigkeit an einer Brennung brauchen wir. So, Moment. Kurz einmal Control from hier. Richtig auf Nummer sicher gehen. Control from hier. Okay. So. Und zwar wollen wir jetzt... Ups, langsam... 60 Meter pro Sekunde brennen. Das wird eine klitzekleine Kleinigkeit. So. Stopp. Bisschen hinterher. Ups, das AC ist an. Lenk mal zurück, Autopilot. So, das war wieder zu viel. Der gibt halt immer Vollgas, bis er voll auf der Note ist. Und stopp. Okay, das wird reichen. Hoffe ich mal, oder? Okay, machen wir das ACS aus hier. Schauen wir, 2 Meter pro Sekunde, ha? Huh? Das ist ein bisschen minimal. Mal kurz gucken, wo die Note ist, dann werden wir sie löschen. Und dann mal gucken, ob das hinhaut. Ein diabolischer Plan, ha? Huh? So. Okay, so. Und Note löschen. Dresd Periapsis ändert nicht viel. Gut, bleiben wir dabei. Okay, so, dann warp zu next Manöver. Cannot warp so far. Ernsthaft? Na gut. Dann eben manuell. Nein. Ich will auf die Orion fokussieren, hallo? Geht doch. Da ist die arme Katwa, die da noch rumhängt. Aber ich traue mich wirklich nicht mit der Orion auf Duna zu landen. Seht euch das Schiff an. Das ist nicht Atmosphärenflug geeignet. Das schießt mir in 10.000 Teile. Das mache ich nicht mit. So. Schneller geht's gerade nicht. Macht nix. Die Sache ist halt so, ich habe es mir überlegt, aber ich glaube die Bohrer, ich weiß nicht, wie wirklich gut die Bohrer die Wiedereintrittshitze vertragen. Schweigen wir davon, dass wir wieder abheben müssen. Und durch die Atmosphäre. Die Reno hat nicht unbedingt den effektivsten Atmosphärenflugantrieb. Also. Naja. Das ist vielleicht. Da geht mir die ganze Orion drauf. Ich kann immer noch nicht so far warpen. Da geht die ganze Orion drauf. Und dann habe ich am Ende im Idealfall noch 3 zusätzlich gestrandete Leute auf Duna. Wenn ich Pech habe, habe ich 3 tote Leute auf Duna. Und Katra hat was mit der Beerdigung zu tun. Die kann sich immerhin beschäftigen. Die wird sich freuen. Naja, gut. Oh, Schande. Ernsthaft? Der will von mir einen 7-Minuten-Burn? Nee. Oder? Ich meine, hier steht 7 Minuten 30, aber trotzdem. Cannot warp so far. Ärger mich. Ja, warp to next Manöver. 7 Minuten 36 will der haben. Ich glaube, das zählt nur für die, weil ich den Antrieb so auf Minimallast getrunt habe, gerade eben beim Burn. Deswegen spuckt er so eine Zahl aus. Im Normalfall wäre das, glaube ich, nicht, ist das nicht so. So. Und stopp. Okay. Und Vollgas. Ja, er hat zwar besser. 2 Minuten 40. Schon besser. Oh. Kannst du bitte die Note halten? Ich weiß nicht, mit der Autopilot ist ein bisschen daneben irgendwie mit der Note. Ist das Fuel schon wieder ungleichmäßig? Nö. Fuel ist okay. Oh, ich liebe die Reno. Allein dafür, dass sie nicht überhitzt, ist sie super. Dreifache physikalische Beschleunigung, da wackelt alles ganz gut. Oi, oi, oi.
Der Putt klatscht ganz fleißig. Gehen wir lieber auf Doppelte. Und ich bereue auch diese Nasen hier mitgeschleppt zu haben. Diese Aerodynamic Cones. Oder Nose Cones heißen die, glaube ich. Das ist einfach zusätzliches Gewicht. Das ist, glaube ich, die wiegen 0,2 Tonnen oder sowas. Das sind... Hoppala, was ist hier los? Hopp, 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 hopp. Was ist los? Was passiert hier? Konzentrier dich mal. Nee, die sind noch voll. Was ist hier los? Warum trudelt mir das seitlich weg? Mach das ACS an, wenn es sein muss. Das trudelt mir irgendwie zur Seite weg. Ich weiß nicht warum. Ganz strange. Okay. Aber wir sind gleich soweit. Da hinten ist unsere Node. Wie immer werden wir die letzten 20, 30 Meter manuell machen, weil ich sehe nichts einfach. Moment. So. Aha. Da haben wir schon eine Node. Komm ein bisschen näher. Ein bisschen. Komm doch rüber jetzt. Da, auf den blauen Pumpen. 0,2 Meter. Ich weiß, wir sind jetzt schon sehr genau. 0,0 Meter, theoretisch. Dresperiapsis 7,9 Millionen Meter. Ja, gut. Periapsis, Periapsis, hä? Huh? Okay. Das Science Lab hat... Wow, 300 Science angesammelt. Hallo, das will ich haben. Schick mir das. Na, aber bitteschön. So. Set as Target. Und zeig mir mal an, wie das dann aussehen wird, wenn wir hier vorbeischießen. Uiuiuiuiui. Und hier werden wir einen Burn machen müssen, ne? Hier werden wir bremsen müssen. Und das wird wehtun. Oh, Schande. Ja, wobei. Ja, eigentlich, wieso nicht? Was? 4 Minuten Burn? Bist du wahnsinnig? Hm. Sollten wir vielleicht irgendwie noch verbessern können. Wenn wir... Okay, nein, das machen wir auf halbem Weg. Wir werden jetzt erstmal die Raffinerie anschmeißen. Raffinerie, mach mir Liquid Fuel und Oxidizer, bitteschön. So. Das beschleunigen wir ein bisschen. Okay, das war schon wieder. Raffinerie können wir ausmachen. Wir haben irgendwie nicht wirklich viel... Nicht wirklich große Ore-Tanks dabei. Das sollten wir beim Bau der Prometheus mal in Betracht ziehen, da größere Tanks einzubauen. Wow, wow, wow. Wir fliegen ja hier Ewigkeiten und 3 Tage. Okay. Macht nichts. Dann können wir jetzt mal gucken. Moment, bleiben wir jetzt direkt stehen kurz. Eine Winzigkeit. Ich will die blaue. Ich will die blaue Linie. So, Add-Manöver. Okay. Wenn ich jetzt hier nach unten lenke. Minimalst. Wie sieht's aus? Was ändert sich irgendwas? Mal sehen. Nö. Da kann ich lenken, was ich will. Ziemlich unbeeindruckt. Aha, Moment. Ja. Nee, das ändert sich was, aber es ändert sich nicht unbedingt besser. Okay. Wie sieht es mit dem Blauen aus? Ups, das war gut. Wow, 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 wow. Ganz langsam. Ganz langsam. Aha. Lila ist doch schon mal besser. Jetzt müssen wir die nur noch irgendwie runterkriegen. Oh, nein, 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 das war nicht gut. Auch nicht so gut. Oh ja. Oh ja. Much better. Entschuldigt. Ich werde dann zum Russen. wir sollten es doch weiter rüberkriegen, sonst haben wir dann Probleme, den
Oh, Schande. Den polaren Orbit einzuleiten. Okay, so geht's natürlich auch. Wow, 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 wow. Ach. Shit. Ah! Boah, das ist schwerer als ihr glaubt. Okay. Mehr. Es rutscht da echt. Okay. Wir richten den jetzt einfach mal aus. So. Dann beschleunige ich bis dorthin. Und ich bin drüber. Okay, wir versuchen es jetzt trotzdem. Ich mache das mit dem RCS. RCS einschalten. Und schieben. Es läuft gut. Läuft ziemlich gut. Ist das polare Orbit? Perfekt. RCS deaktivieren. Node löschen. Wir bleiben so. Aber volle Pulle. Hervorragend. Mann, Mann, Mann. Hab ich langsam mit den Notes drauf. So. Gehen wir rüber zu Orion. Puh, 10.000 Liter haben wir noch, hä? 10.000 Liter, das ist nicht viel für so ein fettes Schiff. Aber wir haben Platz in der Science Bay. Moment mal. Wir haben ein bisschen Platz. Stopfen wir direkt wieder was rein. So, und Transmit Science. Wir haben noch 100 Science abgestaubt. So, ja, löscht den Mist. Uploading Data. Okidoki. So. Und ich habe das Gefühl, es reicht schon wieder. Moment. Wir gehen jetzt noch kurz zurück zur Aurora. Holen von da auch die Science. Muss ich jedes Mal warten, bis die sich aufbaut? Was passiert, wenn ich gleich kurz mit Science drücke? Gute Frage. Hier baut sich's auf, da baut sich's auch auf. Okay, dann muss ich einfach zweimal machen. Na super. Ah, Moment, ist noch am Uploading. Okay, hat einfach nichts gebracht das zweite Mal. Müssen wir warten. Aber ich glaube, wir haben genug Science. Ich habe zwar nicht mitgezählt, aber so nach Gefühl. Oh nee, uns fehlen 100 Science. Weil der Vertrag, den ich haben will, der kostet auf maximalem Commitment 2700 Science. Okay, wisst ihr was? Wir holen uns die Science vom... Wir haben noch die Science Can am Mond. Oh shit, die wird so voll sein. Oh Gott, die ist so voll, ich sag's euch. Die platzt. Ach ja, das war das Insekt. Das müsste ich vielleicht anders nennen als Science Can. Wenn ich hier einfach mal Transmit Science mache, kriege ich dann irgendwas eigentlich raus? Das ist eine gute Frage, ha? Huh? Yes. Research, science full. Nö, hat er nichts übermittelt. Ah doch! Ach Moment! Seht euch das an! Aha! Das wusste ich gar nicht. Wenn die Science Can full ist, kann man 500 übermitteln. Aber sobald die leer ist, bauen sich die verbliebenen auch noch auf. Wie geil ist das denn? Das heißt, die hat praktisch unendlich Speicherkapazität? Ich meine, ich freue mich, aber die ist schon ein bisschen OP, oder? Also ernsthaft. Sobald man irgendwie 2-3 Science Can übers Sonnensystem verteilt, ist man ja fein raus. So, komm schon. Nicht genug Strom. Kurz mit dem Strom nachhelfen. Okay. Nochmal 303. 330. Ab zurück zum Space Center.
Und das müsste jetzt gehen. Boah, 3600 Science. Holy Po! Da machen wir das aber ganz entspannt. Okay, 2700 Science. Wieso kann ich das nicht nehmen? Reputation must be at 750 or higher to activate at this level. Character Reputation 500. Ich habe nicht genug Reputation. Kann ich vielleicht. Reputation kaufen? Ich meine, hier verkaufe ich ja Reputation. Das ist vielleicht nicht so ideal. Deswegen werden wir diese Strategie jetzt quitten. So. Ja, nein. Da würden wir Reputation verkaufen. Das wollen wir nicht. Nein. Sellout. Schande. Kann man nicht kaufen. Ach, nur genau die, die ich habe, kann ich nicht kaufen. Ha. Das ist doof. Dann muss ich ernsthaft warten, bis ich... Ja, habe keine Wahl, ne? Wir müssen mal warten, bis wir entsprechend 200 Reputation gemacht haben. Ich habe keine Ahnung, wie lange das dauert. Das könnte wahrscheinlich ein Momentchen dauern. Na gut, eigentlich macht es ja nichts. Wir können die Science ja verkaufen. Wir haben ja dieses Science-Sellout-Zeug. Damit können wir die Science ja direkt zu Geld machen. Mich dünkt zwar, dass das etwas ineffektiver ist, aber naja, gut. Okay. Ich werde hier kurz warten, bis wir auf Dres treffen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Hoffentlich dann im Landeanflug auf Dres. Also gut. Wenn ihr übrigens, wenn ihr Erfahrung mit diesen Reputation-Verträgen gemacht habt und so weiter, schreibt es mir bitte in die Comments. Ich habe da nicht so die Ahnung von und ich würde es mir jetzt ungern damit zerschießen. Also ich bin da offen für Tipps. Dankeschön schon mal im Voraus. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß noch.